This is majestic. Ja, hallo, ich muss euch hier was erzählen. Und das kann einfach niemand erklären. Seit Tagen bin ich einfach nicht mehr derselbe. Ich bin ruhig und halte nur noch meine Fresse. Die Nachricht, die mich sehr verletzte. Mein Herz sehr verletzt jetzt. Und das bis an mein Lebensende. Ja, Freitag ist die Beerdigung von ihr. Die Rede hier ist von meiner Oma. Meine Oma, die am 18.11. verstarb. Leise und ohne Schmerz. Ja, sie hatte ein großes Herz. Jetzt hat ihr Körper nur noch ein totes Herz. Nein, Leute, diesmal ist es kein Scherz. Es ist die Wahrheit, die ich euch hier erzähle. Es ist wie, als ob ihr Geld zählt. Wenn ihr zwischen irgendwas wählen könnt, wäre meine Antwort, ich bin dich, denn du warst mein bester Besitz. Traurige Momente, verlorene Tage. Tage wie Weihnachten oder Silvester. Oma, ich drücke dich jetzt fester. Vielleicht fühle ich mich dann besser. Momentan geht es mir nur schlechter. Und es wird einfach nicht besser. Ich schaue jeden Tag aus dem Fenster. Genauso wie du selber. Des Weiteren geht es um meinen Besten. Dein Jahrestag rückt auch immer näher. 18.12.2017, euch trennt nur ein Monat. Ja, alles wiederholt sich, es gibt kein Ende. Wie bei einem Donut. Ich weiß nicht, was du gerade machst. Aber ich liege hier noch wach. Und schreibe diesen Song zum Tag. Ich wusste erst gar nicht, was ich machen sollte. Als ich die beiden Nachrichten bekam. Alles hinschmeißen und nach Hause gehen. Oder weitermachen und nacharbeiten gehen. Das kann mir keiner beantworten, nicht mal ihr. Diese Zeit ist vorbei für immer. Und irgendwann ist meine Zeit gekommen. Dann sehe ich euch beide wieder. Und dann gibt es erstmal eine große Party. Ja, das ist mein Ernst, jetzt Nachti. Traurige Momente vor so einem Tage. Tage wie Weihnachten oder Silvester. Kevin, ich drücke dich jetzt fester. Vielleicht fühle ich mich dann besser. Momentan geht es mir nur schlechter. Und es wird einfach nicht besser. Ich spiele jeden Tag Fußball. Genauso wie du selber. 18.12.2017. 18.11.2018.